Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, die Situation in unserem Nachbarland ist eine dramatische. Und ich würde jetzt wirklich gerne sagen, bei uns ist das alles ganz anders. Ja, ich würde gerne sagen, Gott sei Dank sind wir ein Land, das von solchen negativen Entwicklungen verschont geblieben ist. Oder ich würde gerne sagen, dass das Ausmaß an Verantwortungslosigkeit und an Irrsinn und an Dummheit in Österreich weniger groß ist als bei unseren deutschen Nachbarn. Nur wenn ich das tun würde, dann wäre es nicht die Wahrheit, dann wäre es eine glatte Lüge. Das Einzige, was uns unterscheidet, ist, dass bei uns keine Ampel die Regierung stellt. Und wenn es nach der großen Mehrheit der Bevölkerung und nach der Freiheitlichen Partei geht, dann werden wir alle demokratischen Hebel in Bewegung setzen, um eine solche Ampel für Österreich zu verhindern. Wir haben also keine Ampel, aber wir haben etwas anderes. Wir haben eine Koalition aus einer angeblich bürgerlichen Partei mit den Grünen, wo sich eine angeblich bürgerliche Partei, eine angebliche Wirtschaftspartei von Linken, muss man sagen, am Nasenring eigentlich durch die politische Manege ziehen lässt. Diese Regierung ist nebenher die unbeliebteste Regierung, die es in Österreich jemals gegeben hat. Und sie ist die unfähigste Regierung, die wir jemals gehabt haben. Das Schlimme dabei ist, dass sie bei all ihren Schandtaten nicht alleine agiert, sondern sich bei all den großen und maßgeblichen Weichenstellungen gegen die eigene Bevölkerung darauf verlassen kann, dass sie Komplizen in der sozialistischen Partei findet. Da geht alles Hand in Hand und sie werden keine große Weichenstellung gegen die eigene Bevölkerung finden, wo nicht die Sozialisten als Komplizen dieser schlechtesten Regierung aller Zeiten agiert hätten. Und so gesehen, aus aktuellem Anlass, weil ich gehört habe, dass die Sozialisten morgen einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung im Parlament planen. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, wie viele von denen, die wir in der Vergangenheit gestellt haben, dieselben Sozialisten abgelehnt haben. Aber gut, gestehen wir Ihnen zu, dass Sie diesbezüglich klüger geworden sind. Nur eines müssen Sie dann auch machen. Sie müssen sich auch selber das Misstrauen aussprechen und dort auf offener Bühne Ihre eigene Regierungsunfähigkeit bekunden. Dann ist es das Wahre, das bekanntlich im Ganzen besteht. Ja, diese Parteien, meine sehr geehrten Damen und Herren, die mehr oder weniger auch unter Einschluss übrigens des Bundespräsidenten zu einer Art Einheitspartei verschmolzen sind, die ziehen eine Spur der Verwüstung durch dieses Land. Da wird eine Politik gemacht, die mit Sicherheit den selbsternannten Eliten in Brüssel, in der Europäischen Kommission, in der NATO, wobei man sich schon schwer tut, diese beiden Dinge überhaupt noch auseinanderzuhalten, bei der WHO, beim World Economic Forum, bei der Agenda 2030, denen das mit Sicherheit sehr, sehr gut gefällt. Ja, da sitzen ja lauter Leute, die davon beseelt sind, einen tieferen Einblick in das zu haben, was die Menschen wirklich wollen, als die unmittelbar Betroffenen selber. Das ist ja sozusagen die gemeinsame Verständnisebene aller dieser Handelnden. Denen gefällt das mit Sicherheit. Aber ich sage Ihnen auch, dass das, was hier aufgeführt und vorangetrieben wird, diametral gegen die materiellen und gegen die ideellen Interessen der eigenen Bevölkerung gerichtet ist. Das ist das, was politisch gegenwärtig passiert. Eine totale Entkoppelung der Regierungspolitik und ihrer Handlanger von den wirklichen Bedürfnissen der eigenen Bevölkerung. Und jetzt kommt das Interessante daher, weil diejenigen, die das machen, diejenigen, die diese Spur der Verwüstung durch das Land ziehen, das sind diejenigen politischen Kräfte, diejenigen politischen Parteien und die Repräsentanten, die von sich selbst und von den Medien und von den Experten zum Thema Politik als einzig regierungsfähige und konstruktive eingestuft werden. Nicht? Das ist ja das Paradoxon bei dieser ganzen Geschichte. Und dann muss man sich nur einmal anschauen, worin diese Regierungsfähigkeit besteht. Und das würde ich mit Ihnen ganz gerne dann einmal durchdeklinieren. Ja? Und da werden wir viele, viele Gemeinsamkeiten finden mit der Entwicklung in Deutschland. Ich sage noch etwas dazu. Es sind diese Parteien, die von etablierten Medien und ihren Kommentatoren als regierungsfähig bezeichnet werden. Die beiden zusammen, das ist ein und dieselbe Medaille eines politischen Systems, das glaubt, nicht den Menschen zu dienen, sondern sie belehren, beherrschen, zu schulmeistern. Das ist ihr Konzept. Und wenn man dann diese übergeordnete Ebene noch dazu nimmt, von der ich vorher gesprochen habe, ich habe die Institutionen genannt, dann ist das politische System, dann haben Sie das beieinander, dann haben Sie die Definition dessen, was ich als das politische System bezeichne, das wir auf demokratischem Weg bekämpfen. Also worin besteht die Regierungsfähigkeit jetzt
derer, die sich das selber zusprechen und die das teilweise auch von den Medien zugesprochen bekommen. Regierungsfähigkeit bedeutet dann offenbar, dass man den Menschen die Grund- und Freiheitsrechte genommen hat. Das ist offenbar regierungsfähig, ja, wenn man das tut. Corona, das Stichwort ist schon genannt worden. Aber es ist ja nicht so, dass die Herrschaften klüger geworden wären. Ja? Corona, das wollen Sie jetzt irgendwo, davon wollen Sie nichts mehr hören und nichts mehr wissen. Ja, das werden wir im Übrigen auch in Österreich verhindern. Wenn es eine freiheitliche Kanzlerschaft in diesem Land gibt, dann gibt es einen Corona-Aufarbeitungsprozess, wo sich niemand davor von diesen Verantwortungsträgern verstecken wird können. Dann wird jeder Aktendeckel in diesem Land dreimal umgedreht, um zu schauen, wie man zu solchen Wahnsinnigkeiten auch kommen konnte. Hier werden die Menschen in Europa belogen über die Situation, die dort vor Ort vonstatten geht. Wir können es doch nicht weiter überrennen lassen. Das ist kein Kontrollverlust, über den ja immer so geredet wird. Es ist ein politisch gewollter, ideologischer Kontrollverzicht. Darum geht es doch letztendlich. Und dann wird dann so getan, als ob man da irgendwie redet. Es wird immer nur geredet. Seit Jahrzehnten wird immer nur geredet. Es wird nichts umgesetzt. Seit 8 Jahren, seitdem wir seit 2015 Europa überrannt wurde, ist bis heute nichts passiert. Schauen wir uns doch mal die Situation auf Lampedusa an. Es sind nur Männer. Es sind nur Männer, es sind nur junge Männer. Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland geht durch die Decke. Großstädte sind No-Go-Areas. Frauen und Mädchen sind freiwild. Freibäder werden zugemacht. Na, an den Badeanstalten muss man sich das mal vorstellen. Sollen irgendwelche Kontrollen gemacht werden und Bademeister sollen ausgebildet werden? Ja, also was für ein Schwachsinn. Anstatt die deutschen Außengrenzen, die deutschen Grenzen zu sichern, solange die europäischen Außengrenzen nicht dicht sind, stellt man dann irgendwelche Bademeister ab. Und es ist ein kompletter Kontrollverzicht auch unserer Justiz und auch der Polizei. Die Polizei hat bei uns überhaupt gar keine Rückendeckung mehr. Ich kann Ihnen eins sagen, diese Situation, die hier forciert wird, das ist Hippie-Staaten zu eigen. Die Dame ist ein Star, das muss man sagen. Ich würde jeder Partei so eine Parteichefin wünschen, die so klar Probleme anspricht. Das, was wir jetzt gesehen haben, dieser Ausschnitt war der Antwort auf eine Frage zum Thema Migration von Journalisten. Aber sie hat ja alles angesprochen. Sie hat nicht nur die Migration angesprochen, sie hat die Klimawende und die Politik angesprochen, die Deutschland in eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation bringt, was man auch auf Österreich natürlich übertragen kann. Und sie hat zum Schluss eben auch die Migration angesprochen. Und sie hat es aber so klar gemacht, ja, dass man sagen kann, ja, sie wäre eine hervorragende Kanzlerkandidatin. Dieser Frage ist sie ausgewichen. Aber ich nehme an, es wird eine Entscheidung in diesem Sinne fallen. Und es ist völlig falsch, eine Partei wie die AfD, ebenso wie es völlig falsch ist, eine Partei wie die FPÖ nur unter dem Motto Populismus zu sehen. Das sind Parteien im rechten Spektrum, die bereits jetzt, wenn man den Umfragen glauben kann, bis zu einem gewissen Grad ja, weil sie so konstant sind, die eine große Mehrheit der Bevölkerung offenbar widerspiegeln. Und die große Mehrheit der Bevölkerung ist von unbefriedigenden Antworten der Regierungen. In Deutschland ist es die Ampel, bei uns ist es also Schwarz-Grün oder Türkis-Grün, nicht zufrieden, weil man vermisst gute Maßnahmen gegen die Inflation, gegen die Migration, die ein Kontrollverlust ist. Sie sagt sogar Kontrollverzicht, das wäre politisch gewollt, weil man natürlich sich ausrechnet, auch durch die verkürzten Dauerfristen für Staatsbürgerschaftserwerb. Ja. Man will natürlich diese Menschen so schnell wie möglich auch zu Wählern machen. Und wen werden sie wählen? Sie werden eher Linksparteien wählen als Rechtsparteien wählen. Also man hat mit einem Reservoir an Flüchtlingen, die unter dem Vorwand des Asyls und unter dem Missbrauch des Asylrechts nach Europa kommen, Lampedusa ist ja nur ein Beispiel davon, besonders dramatisch, kommen natürlich auch zu uns, die unter dem Vorwand des Asyls kommen, sind in Wirklichkeit Wirtschaftsmigranten,
Das ist auch verständlich, aber es sind trotzdem die Falschen. Und es gibt bessere Antworten darauf, als wir in Europa sie geben. Von der Frau Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte ich ja gar nicht reden. Das ist ja das Papier nicht wert, auf dem es steht, dieser Vertrag mit Tunesien. Und auch der Vertrag mit der Türkei ist äußerst fragwürdig. Europa macht sich abhängig von Staaten, die gerne die schleusen in dem Moment, wo sie können, die vielleicht auch davon profitieren, ja, und die unser Sozialsystem, unser Wirtschaftssystem, unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem gefährden. Es gibt nicht viele Politiker und Politikerinnen, die das so klar ansprechen. Das ist nicht populistisch, das ist einmal diagnostisch. Und ich finde, Sie machen nicht nur eine gute Diagnose, sondern Sie haben auch ein gutes Programm. Und ich kann nur hoffen, dass hier eine befruchtende Kooperation zwischen FPÖ und AfD entsteht. Ja. Die AfD ist im Vergleich zur FPÖ relativ jung und hat auch eine ganz andere Geschichte dahinter. Inwiefern sehen Sie oder wo sehen Sie die Ähnlichkeiten und die Gemeinsamkeiten zwischen AfD und FPÖ und wo würden Sie sagen, also, da geht es noch auseinander? Die Ähnlichkeiten, ich würde hier eigentlich, die FPÖ ist eine Traditionspartei, die im demokratischen Verfassungsbogen seit vielen Jahrzehnten in Österreich vertreten ist. Sie ist an Länderregierungen beteiligt. Sie war an einer kleinen Koalition bereits beteiligt. Nur jetzt will man das nicht, weil Kickl passt nicht als Parteichef oder ich weiß nicht was. Das sind ja alles nur Vorwände. Die etablierten Parteien, auch die Konservativen, haben Angst um Wählerverlust, nicht um Kontrollverlust, sie haben Angst vor Wählerverlust. Und wer nimmt diese Wähler? Natürlich die AfD in Deutschland und die FPÖ in Österreich. Und das will man verhindern. Daher kommt es zu völlig ambivalenten Taktiken. Ja? Auf Länderebene kann man zusammenarbeiten und auf Bundesebene will man sich abgrenzen vor Wahlen. Das ist eigentlich natürlich. Ja? Aber eins muss man schon sagen, auch auf Länderebene in der Bundesrepublik Deutschland, hochinteressant, in Thüringen, wo also die Brandmauer des Herrn Ramelow, des Ministerpräsidenten gegen die AfD und den Rechtspopulismus aktiv und intakt sein soll, dort hat CDU mit AfD ein Sozialgesetz verabschiedet. Zum Entsetzen der Parteiführung im Adenauerhaus, also vom März, nicht? Und ich halte das, die Ausgrenzungspolitik noch einmal, ich sage das immer wieder und immer wieder gerne. Es ist undemokratisch, hier auszugrenzen. Es ist undemokratisch, ununterbrochen die Rechtsextremismuskeule zu schwingen. Sie wird nämlich auch nicht mehr geglaubt. Und es ist demokratiegefährdend, sich einer Option von Koalitionen zu begeben, die man hätte. Und das sollte man sich einmal anschauen. Im kommenden Jahr stehen auch die Europawahlen auf dem Programm. Sowohl die FPÖ als die AfD zeigen sich immer wieder sehr europakritisch. Ja. Inwieweit wird auch diese Wahl entscheidend sein für... Also nicht nur diese Parteien sind europakritisch, die Menschen sind europakritisch geworden. Weil eben in großen Fragen wie zum Beispiel den Grenzschutz, Schengen und so weiter die EU eindeutig versagt. Und versagt hat und weiter versagt. Aber ich würde das hinterfragen. Mir liegt eine Umfrage vor, eine große INSA-Umfrage aus der Bundesrepublik Deutschland unter AfD-Wählern. Das sollte man sich anschauen. Und das kann man sicher auch bei uns sicher ermessen. Ja? Stimmen Sie für einen Austritt der Bundesrepublik aus der NATO? Also Mitglieder der AfD 53%, Sympathisanten der AfD sind aber 55%. Nicht dafür, aus der NATO auszutreten. Also Parteifunktionäre für Austritt aus der NATO, aber Sympathisanten mehr als die Hälfte gegen einen Austritt. Ähnlich verhält es sich Austritt oder Nicht-Austritt aus der EU. Innerhalb der Partei knapp über 50 für einen Austritt, außerhalb der Partei gegen einen Austritt. Ja? Und 21% wissen nicht. Für einen Austritt aus dem Euro. Nur 37% von Parteimitgliedern der AfD dafür, aber 67% der AfD-Sympathisanten in der Bundesrepublik gegen. Ich bin überzeugt, wenn man diese Dinge abfragen würde, auch bei FPÖ-Wählern und FPÖ-Sympathisanten, würde man zu ähnlichen Schlüssen kommen. Ja? Also das heißt,
nicht sich es einfach machen, auch als Kommentator, auch als Journalist, immer ins Eck zu stellen. Das sind die Rechtsextremen, das sind die Populisten. Nein, A, Populismus ist kein Fehler, sondern man hat das Ohr am Volk, das ist nie schlecht. Und B, von Extremismus habe ich bei der Frau Weidel eigentlich nichts gehört und bei Herrn Kickl heute auch nicht.